Wir sind mit der neuen Geisler Kogelbahn seit 18. Juni in Betrieb, mit beiden Sektionen. Auch die Sommergäste schätzen den Komfort und die Modernität dieser beiden Anlagen und entsprechend ist sie auch im Sommer frequentiert, sowohl von Bergwanderern als auch Familien und Mountainbikern. Es gibt aber auch Gäste, die einfach nur das Gipfelerlebnis am Geisterkogel haben wollen und dort die Aussicht genießen. Die Mittelstation bietet sich an als Ausgangspunkt für tolle Wanderungen. Man ist da im hochalpinen Bereich relativ bequem unterwegs und auch das gastronomische Angebot in dieser Region oder auf diesem Berg ist sehr gut und vielseitig. Nachdem letztes Jahr die Geisterkogelbahn neu gebaut wurde, hatten wir auf diesem Berg keinen Fahrbetrieb. Letztes Jahr hat sich alles im Gigijoch abgespielt und aufgrund der Erfahrungen sind wir auch im heurigen Sommer sowohl mit der Gigijochbahn als auch mit der Doppelsesselbahn Rotkogel in Betrieb, damit eine Anbindung an Hochsölden gegeben ist. Also direkt bei den Talstationen der beiden Zubringerbahnen sind Bushaltestellen, also sind leicht zu erreichen, bequem zu erreichen und vor allem auch leicht zu finden. Ja, also Juni ist sehr zaghaft angelaufen. Jetzt merkt man, dass doch viele Urlaubsgäste bereits im Ötztal sind und der Zulauf zu den Bahnen hat sich in den letzten Tagen doch gesteigert.